Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, ich hoffe, dass mindestens ein Kommentar drin steht, Redstone oder Hebel oder sonst was, weil genau, ja, da merkt man leider, dass ich nicht so viel mit den Mods gearbeitet habe bis jetzt. Die Pumpe hat nämlich einfach nur ein Redstone-Signal gebraucht, ne? Hier Nebel an, dran und auf On gestellt und schon. Funktioniert die Kiste? Und jetzt wird auch statt die Flüssigkeit rausgezogen und hier rüber in den Fluid-Tank geballert. So, dann bin ich hingegangen, weil ich habe mir ein bisschen was durchgelesen im Internet. Das ist kein, also kein Bug sozusagen vom Pack, außer dass die falsche Forestry-Version reingenommen haben. Sondern es ist ein Bug von Forestry. Also das ist das Rezept. Habe ich rein, ich habe es ausprobiert. Das heißt, man braucht Wood Pulp, man braucht Lapis, man braucht Holz, das Wood Pulp, klar. Man braucht ein bisschen Gelb, ein bisschen Rot. Ja, und dann braucht man noch die Biomasse dazu. Ja, nehme ich mal, klack. Glaube, ich brauche sowieso zwei Eimer. So, und jetzt geht man einfach hin. Ups. Und schmeißt das Zeug da rein. Ja, und schon läuft das Teil und ich kriege immer 8 Stück raus. Das heißt, jetzt müsste eigentlich, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, wenn jetzt die Biomasse komplett durch ist, eigentlich meine 64 Stück fertig sein. Das heißt, wir brauchen nur noch Botania. Da muss ich jetzt dann schauen, dass ich dann an das Elfentor rankommen. Schauen wir mal, wie weit das wir da heute kommen. So, dann macht es auf jeden Fall auch Sinn, dass wir hier noch weitermachen. Als allererstes hätte ich mal gesagt, gehen wir mal schnell Steine holen. Die müssen wir hier finden. Das sind jetzt da ein paar fällig. Und ich brauche noch da welche, wenn ich noch welche habe. Sehr schön habe ich. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier auch drei. Dann geht es auch bis hierhin. Und dann brauchen wir nochmal Steinchen. Die gehen wir uns auch jetzt holen. Solange ich nämlich welche da habe, benutze ich jetzt auch die. So, das ist der hier. Und dann bauen wir mal schnell die Mauer. Klack, 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 klack. Wenn alles so einfach wäre wie das, ne? So, F7 drücken. Keine Fackeln doch da. So, erstmal eine Fackel hinsetzen. Und dann rüber. Dann haben wir das schon mal. Dann möchte ich eigentlich, ich weiß noch nicht, ob das geht. Jawohl, geht. Sehr schön. Ja, das mache ich hier aber auch. Machen wir Steine. Wie gesagt, dann verkleiden wir das hier auch so. Dann ganz genau im Winkel drauf guckt, da verschwindet das Zeug auch witzig. Okay, also, dann haben wir schon mal das. Dann kommt jetzt dann noch irgendwann der Weg hin. So, und jetzt haben wir noch den ganzen Käse, was ich jetzt da habe. Brauche ich auch noch mal auf der anderen Seite. Beziehungsweise, nee, brauche ich nicht. Das ist jetzt der Coke-Ofen. Add Immersive.
Beziehungsweise, Moment, ich glaube, das Buch ist hier. Construction Tools, Simple Machines. Simple Machines ist es nicht. Da ist es halt doch. Improved Blast Furnace. Glaube ich, den, wo ich schon habe, der wo, glaube ich, oben steht. Den gehen wir mal holen. Weil wir wollen jetzt, dass Immersive sozusagen so weit ist, dass ich hier nicht mich mehr erstmal darum kümmern muss. Auch weg. Jawohl. So. Ist es soweit alles in Ordnung? Das ist jetzt der Reinforced Blast Brick. Den brauche ich auf jeden Fall in 5. Und mit Strom. So, und das ist jetzt dann für mich dann aber auch LV Wire Relay. Der Grund, dass ich jetzt dann sage, du gehst jetzt dann noch hier hin. Und das muss jetzt dann irgendwann noch gemanagt werden. Weil das wird langsam zu viel auf einer Leitung sein. Okay. Weil das Problem wird natürlich sein, wenn ich das jetzt oben rum. Natürlich wäre es da am intelligentesten, das zu verlegen. Ja, wobei, ich könnte mal gucken, vielleicht geht's ja. Gehen wir hier rein. Ja, nee, da ist ja schon die Pumpe im Weg. Ja, das heißt, ich müsste jetzt sozusagen. Dieses Teil hier verlegen, dass der jetzt schon mal dahin kommt. Okay, würde noch funktionieren. Und der hängt auch dran. Gut. Das lassen wir jetzt erst einmal. Und dann würde das jetzt für mich heißen. Das war jetzt Mist. Au, au. Okay, dann machen wir hier jetzt dann zu. Beziehungsweise hier muss ich jetzt dann aufmachen. Dann gehen wir jetzt mal hier. Nein. Hier rüber. Und dann kann ich jetzt schon mal hingehen und sagen, okay, wir bauen es dann hier den nächsten Ofen rein. Das wäre der da. Das sind schon mal 5. Das ist auch kein Ding. Aber lang gedauert, bis du gespawnt bist. Gefühlte 3 Sekunden.
Und wie man sieht, ne, also es war, es ist kein X da gewesen. Egal. Egal. Hauptsache weg. So. Muss jetzt leider wieder die Wand mitnehmen. Hat er ja auch gerade eingeräumt. So, dann kommst du da rein. Alles andere ist in Ordnung. Legen wir uns mal schnell hin. Beziehungsweise, nein, ich brauche den Hammer. Hoffe, dass das jetzt so stimmt. Oder auch nicht. Der Hopper ist also wichtig. Alles klar. Jawohl. So, dann haben wir den. Dann kommen jetzt noch meine Teile da dran. Passt der auch? So, da la. Und dann heißt es jetzt für mich, ich habe jetzt hier wieder mein Relais. Und dann kommst jetzt du, dann du kommst da und dahin. Okay. Dann brauche ich frisches Kabel. Drei Stück mal mitnehmen. Müsste reichen. So, dann heißt es jetzt du. Und raus. Gott sei Dank, der den falschen abgeschlagen. Passt. So, dann heißt es, wir gehen nochmal rüber und holen uns jetzt die Decken. Blöcke. Weil dann setzen wir da auch gleich die Decke drauf, dann ist es nämlich schon mal fertig soweit. Und wir gucken, ob wir da noch was hinsetzen können. Jawohl, können wir. Ja, ist der jetzt schon mal hier zu? Und dann kommt jetzt dann hier die Decke drauf. Und dann ist da schon mal alles soweit IO. Ich brauche noch zwei Reihen. Eins, zwei. Und dann kommt es da noch die Fackeln hin. Kommt hier die Mauer hin. Okay.
tatsächlich schon mal weiß, wo es lang geht. Und jetzt Roger. Und ich habe doch vorhin. Achso, glaube ich, habe das einsortiert. Ich habe mir gesagt, ich nehme jetzt mal 8 Stück davon mit. Und ich nehme 8 Stück davon mit. So, kommt rein, kommt rein. Und der läuft nicht schlecht. Also da kommt auf jeden Fall was hin. So, ich hätte gesagt, hier lassen wir mal eine Reihe Luft. Fackel hin. Dass da nichts spawnen kann. Brauchen wir mal Steinchen. Weil ich möchte jetzt nämlich dann die nächsten Maschinen bauen. Und darum muss jetzt dieser Raum hier fertig sein. Weil mein Problem ist jetzt eigentlich, ich müsste jetzt eigentlich hier. Ja, mach mal hier. Ich hätte jetzt gesagt, wäre eigentlich fast sinnvoll, wenn ich jetzt hier einen Durchgang baue. Jetzt muss ich mal schnell schauen, ob ich so Fußboden noch habe. 13 Stück ist nicht viel, aber besser wenig als nichts. Können wir hier schon mal entlang laufen. So, das heißt, ich habe jetzt dann hier nochmal komplett. Sehr schön. Aber diesmal gehe ich jetzt nicht komplett hinter, sondern ich nehme jetzt mir mal das Fass mit. Wandel mal bitte das um. Dann haben wir nämlich das jetzt auch. Und jetzt muss ich mir das hier auch nochmal genau angucken. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts demoliere. Mache ich aber. Dankeschön. Okay. Ja, und der schaut dann doch ein bisschen doof aus. Dann mal schnell abändern. So, und wir machen hier alles dicht. Und es schaut so auf jeden Fall schon mal besser aus. Nee, und da geht nichts hin. Und ich habe jetzt meine Steel Ingots und mein Slack. Das heißt, Stahl schneller herstellen ist jetzt auf jeden Fall schon mal möglich. Das ist schon mal sehr, sehr positiv.
So, dann heißt es jetzt für mich, wir machen jetzt mal schnell, das nächste ist das Wasser. Das heißt jetzt, ich brauche jetzt mal hier. Ist die Special Frage, wo komme ich denn da raus? Okay, da bin ich hier drin. Das heißt, ich brauche jetzt auf je. Wa? Wo kommst denn du her? Sieh mich mal so brennend interessieren, wo du jetzt gerade herkommst. Hast dich wieder rausgebackt, hä? Kann mir doch gar nicht anders erklären. Sonst hätte er mir schon längst eine langen müssen. So. Oder dieses X-Ding funktioniert nicht richtig. Kann ich mir auch sonst nicht anders erklären. Okay, also. Alles klar. Der normale Weg. So, und das heißt dann, wir ziehen hier auf jeden Fall die komplette Mauer entlang. War schon wieder. Also. Hat den falschen Weg geschüttelt. Kann auch sein. Wär mal wieder typisch ich. Ja, natürlich habe ich. Ja, der ist weg. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall da drin ein 9er Becken. So, wie dick habe ich das jetzt gemacht hier? Die sind jetzt 2, 4, 6, 7 und die sind doppelt. So, 2, 4, 6, 7. Ist die Frage. Was habe ich denn da für einen Boden rein? Da habe ich denselben Boden rein. Da habe ich den sogar tiefer gebaut. Muss ich ja auch. Also der Tank wird auf jeden Fall einen tiefer. Es bleibt so. Wie gesagt, da kommt es dann das Wasser hin. Da kommt das Wasser hin. Da kommt das Wasser hin. Jetzt haben wir eine stille Quelle. Dann gehen wir rüber und bauen uns die nächste Pumpe. Beziehungsweise, nein, wir schauen jetzt erstmal in unser schlaues Büchlein. Gibt's hier eigentlich auch noch mal einen Coke? Ofen Advanced gibt es auch noch. Der ist auch 3x3. Okay. Das können wir auch mal irgendwann noch bauen. Naja, die Frage ist jetzt halt nur. Baue ich den dann irgendwann da rein, wo jetzt gerade ist, oder baue ich den auf die andere Seite? Ist auf jeden Fall auch 4 hoch.
So. Aber wir möchten Heavy Machinery bauen. Ich will bauen die Metal Press. Dafür brauchen wir jetzt so, stopp. Ich brauche zwei Steel Scaffolding. Ich brauche einen Redstone Engineering Block. Ich brauche einen Piston, Conveyor Belt 2 und Heavy Engineering Block. Okay, also das heißt jetzt immersive. Ich brauche den Heavy Engineering Block. Redstone Engineering Block ist 4 Eisen, 4 Redstone, 1 Kupfer. 4 Eisen, 1 Kupfer, 4 Redstone. Ups, zu weit. Du kommst da rein. Das war jetzt, wenn ich das. Habe ich das noch richtig im Kopf? Nein. Macht es immer falsch. Hört schon bei mir zum guten Ton. Und ein Kupfer. Und der mag den nicht. Habe keine Ahnung, warum. Also nochmal, du kommst dahin. Die kommen dahin. Und die kommen dahin. Ja, nö, macht er nicht. Also nicht nur an der alten Forestry, auch mit der neuen Forestry. Also die backen rum. Was ein bisschen nicht so schön ist. Machen wir auch mal das Ding. Moment, die dahin. Muss es noch mal probieren. Wenn nicht, dann nicht. Dann mache ich es jetzt an dem Tisch. Wenn die irgendwann ausgetauscht. Da ging es noch. Da geht es nicht mehr. Keine Ahnung. So, also wir haben auf jeden Fall mal so den Redstone Engineering Block. Okay, da habe ich jetzt nochmal. Habe ich zwei Heavy Engineering Block habe ich auch. So, was brauche ich noch? Ein Conveyor Belt brauche ich noch zwei Stück. Mit meinem Glück glaube ich, baue ich jetzt Leder, aber ich glaube, ich habe noch ein bisschen was von ihm. Jawohl, das sind zwei Eisen, ein Redstone. Zwei Eisen. Ein Redstone und natürlich noch drei Leder. Weil ich möchte es jetzt nämlich dann nicht mehr mit dem Hammer machen, sondern das soll die Maschine jetzt dann machen. Aber was haben wir Maschinen? Reicht. Sehr gut. So, machen wir gleich hier.
War das jetzt andersrum? Ja. Okay. Tut mir schon leid für eure roten Stirnen. Für alle die, wo sich gerade wieder ans Hirn geklatscht haben. Echt auf keinen. Ja, ja. Ja. Wie gesagt, noch nicht oft gemacht. In den. Ich habe mich schon mal mit dem Mod auseinandergesetzt, aber das war vor 2 Jahren oder so. Ich finde es sehr schön. Wo ihr alle herkommt. So. Genau, ich brauche jetzt noch, also Steel Scaffolding habe ich auch. Aber wir können mal schnell bei der Quest gucken, bei Heavy Machinery. Ne, die haben wir alle. Die Void Sample. Ah, die gibt mir dann Informationen, was da alles drin ist in dem Junk. Könnte auch interessant werden. So, jetzt hätte ich mal gesagt, hauen wir das mal alles weg. Sehr schön. So. Dann hätte ich gesagt, habe ich jetzt dann hier. Die Wand. Forestry muss dann auf jeden Fall auch hier umziehen. Aber. Das war der falsche, das waren die Bienen. Wir haben die 64 Stück weg. Hurra, hurra. Das da können wir dann beim nächsten Mal auch machen, wenn wir dann Botania wieder anschmeißen. Also das kann ich jetzt erstmal hier alles stehen lassen. Wie gesagt, hier kommt jetzt dann dieses Maschinchen hin und ich hätte gesagt, das Maschinchen wird auf jeden Fall 5 breit. Schüsseln. So, ich bin auf jeden Fall bei der Meinung, dass ich da 5 nehme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich auch noch. Sehr schön. Und dann mache ich aus dir. Die da. Okay, dann nochmal das Buch. Also ich brauche die 2 Scaffolds. Die kommen jetzt sozusagen hier hin und hier hin. Dann brauche ich diesen Heavy und den da. Kommst du hier hin? Ich glaube, dann warst du oben drauf. Nein, warst du nicht. Es könnte ein Cauldron sein, oder? Ah, das ist ein Piston. Ja, macht ja auch Sinn. Das heißt, ich brauche jetzt ein Eisen, doch ein Redstone. Ich brauche 1, 2, 3, 4.
Habe ich hier noch Holz? Natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Hier auch nicht. So. Ein normales Huhn? Ja. Das hab ich. Ja, toll. Natürlich habe ich jetzt das Eisen und das Redstone wieder eingeräumt. So, und Hühnchen macht keine Schere rein, sonst gibt's Hühnersuppe. So, dann kommst du jetzt daher. Ich hoffe, dass ich dich mit dem Hammer drehen kann. Bin doch gar nicht gestorben. Kann ich jetzt wieder hochlaufen? Ja. Doch, geht. Sehr schön. So, dann waren da noch zwei Belts. In die Richtung und die Richtung. Wir schauen nochmal ins Buch. Wir drücken drauf und wir haben das Teil hier. Das ist schon mal sehr schön. Und ich brauche davon einen. Und ich hätte gesagt, momentan. Au, au, ist ja gut. So, und ich hoffe jetzt mal einfach, dass das so funktioniert. So. Jetzt brauche ich natürlich noch die Platte. Das ist das da. Das heißt, ich brauche jetzt 5 Stahl und einen. Meine kleine Zange. Wo mache ich dich? Eine Engineers Workbench. Metal Press Molds. Okay, das heißt, ich brauche nochmal eine Stahlplatte. Ich brauche Papier und ich brauche 3 Lapis. Also noch ein Stahl. Ich brauche ein Lapis da. Ich kann jetzt fast eine Wette abschließen, dass mir jetzt das Wasser ausgeht. Tut mir leid. Die, wo dagegen gewettet haben, schon verloren. Aber Gott sei Dank muss ich ja nicht weit laufen, um Wasser zu holen. Und noch 3 Papier. Da hinten ist schon wieder einer gespawnt. So, das waren jetzt 3 Papier, 3 Lapis und ein Stahl. Ah, ja. Komm, das machen wir gleich alles. Müssten, glaube ich, alle Stahlplatten gewesen sein. Ich habe jetzt Leadplatten gemacht. Ja, ich bin ja ein ganz großer.
Ja, zwischen Lead und Stahl fast kein Unterschied. Mann, Mann, Mann. Ja, würde gedacht, ne, Eisen, Stahl ist gleich neben dem Eisen. Nee. Nicht. Was, Silber? Nickel, Ingwer, Zink. Ah, Stahl. Bleiplatten. Ich glaube, die brauche ich nie. Ich weiß, sag niemals nie, aber habe da ein Händchen für. Okay. So, dann brauche ich jetzt. So, habe ich dafür noch welche? Brauche nochmal 8 Holz. Bis dahin. So, ich wollte was machen? Das da. Genau. Brauche noch mal 2 Holz oder einen Crafting Table. Müsste passen. Habe ich nie geguckt, ob das überhaupt noch geht. Ach, schaut an. Da hinten war ja schon einer gestanden. Machen wir den jetzt hier hin. So, das waren jetzt dann die 5 Platten. In Stahl. Und einmal mein Cutter. Dann jetzt haben wir jetzt diese Plate. So, und wenn ich jetzt die nächste brauche, brauche ich nochmal Platten. Au. Und jetzt müsste es eigentlich. So funktionieren. Okay, aber es geht leider nicht rein. Muss ich mal genauer angucken, beziehungsweise im Moment, nee. Das ist ein Splitter. Dropping, Extracting, Convoyed. Okay. Alles klar. Das wird hier mal irgendwann hingebaut, dass das rein und raus läuft. Weiß man auch, warum, dass ich dann so viel, dass wir noch so viel Platz haben. Ja, und es kommt rein, weil dann können wir nämlich jetzt gleich das Wire auch noch mitmachen. So, da kommt jetzt hier die Kiste hin. Haben wir schon mal das. Und dann heißt es, wir haben die Möglichkeit, Platten herzustellen. Auch gleich mal ein Thumbnail gemacht. Juhu. Ging mal schneller. Okay, das heißt, wir haben schon mal das am Laufen.
Und wir räumen jetzt aber auch wieder alles ein. So, und wir können jetzt auch Platten machen. So, wir lassen jetzt mal schnell Kartoffeln laufen. Baked Potatoes, gibt es da auch sowas wie... Ja, gibt's. Sehr schön. Die haben jetzt 4 Keulen und die haben eine. Kann mir zwar auch keiner erklären, bestimmt, aber... Aber ich bin wenigstens satt. Also wenn ihr eine halbe Kartoffel esst, ne, dann habe ich eine Keule. Wenn ich da mir einen Spieß reinstopfe und ich auch dieselbe Kartoffel esse, weil da ist nichts anderes dabei, bin ich viermal satter. Was so ein Stecken ausmacht. Am Schluss nehme ich den Stecken wieder raus. Schön. Ja. So, okay. Aber dann hätte ich gesagt, dann schauen wir mal nachher, dass wir das Band noch fertig machen. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall ein Extracting. Das heißt, ich brauche jetzt Teff-Fabrik. Okay. Habe ich noch 6 Stück? Ah, 6 Stück habe ich noch. Super. Ich hoffe, dass ich jetzt mehr als einen rauskriege. Und ich brauche 3 Aluminium-Rods. Rods. Ich brauche davon 5. Alulu? Dann Alulu? So, draufschmeißen, weggehen, warten. Lü. Dankeschön. Ja, was wir haben, haben wir. So, Rod. Wieder wegräumen. Gehst du da mal rein. Gehst du raus. Bin ich gespannt. Ja, kommen 2 raus. Reicht auf jeden Fall. Habe 12 Stück. Da kann ich noch ein paar machen. Ja, und ich habe 3. Das ist schon mal sehr gut. Brauche auf jeden Fall schon mal 2. Shredded Wood Planks, Hammer. Iron Mechanical. Das heißt, ich brauche Eisenplatten. 4 Stück. Nein, 8 Stück. So, muss noch vorher dran denken, noch schnell die Platte auszuwechseln. Lülülülülü. So. Kommt hier rein.
Haben wir von 2. So. Das heißt, Extracting brauche ich ja zweimal, ne? Ja. So, und jetzt brauche ich noch so ein komisches Stahlgitter. Wie mache ich wie? 3 Stahl und 3 Steel Rods. So, 1, 2, 3, 4. 3. Dahin. Ja, der war super. Zweites Mal super. Drittes Mal war richtig. Dann hätte ich mal gesagt, die Platten kommen jetzt erstmal hier rein. Jetzt haben wir 8 von den Rods. Das reicht auf jeden Fall auch. Nur für mehr als ein. So, dann haben wir das Scaffolding. Das kommst du dann dahin und du kommst drunter. Dann haben wir den Convoyed Extracting und wir haben den. Ach, Convoyed Extracting. Achso, ja. Das ist ein Dropping, das heißt, die brauchen Iron Trapdoor. Das sind 4 Eisen. Ich glaube, das könnte reichen. So. Das heißt jetzt dann, die Kiste kommt hier hin. Das wird jetzt nicht gehen, hä? Mann, ist das nervig. So, wenn ich jetzt hier zu mache, Iron Trapdoor. Au, 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 ist ja gut. Dahin, du drauf. Wir gucken mal. Was habe ich drin? Nee. Die will ich momentan nicht. Ich will dann Platten haben. Ich habe mal gesagt, holen wir uns nochmal 5 Stahl. Oder auch nicht. Kommen wir schon mal schnell 5 Eisen. Wenigstens funktioniert der. Ja. Wenn da Kohle drin ist. Wenn da Kohle drin wäre. Mann. Ja, die Kiste geht jetzt nicht mehr auf. Ich habe da aber eine Idee. Ich weiß noch nicht, ob es überhaupt geht. Ich
auch noch mal 5 Eisen. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. So, ich schmeiß jetzt nochmal da was rein. Au! Ich muss da unbedingt den Strom verlegen. Ich war sonst irre. Also, das funktioniert leider so nicht. Aber das funktioniert so, wie ich es mir gedacht habe. Sehr schön. Das heißt jetzt aber, das ist jetzt die Special-Frage, wenn ich jetzt den da rein mache. So, und ich mache jetzt da mal den Boden hin. Dann würde er funktionieren. Das heißt, dass ich könnte das Ding sogar so machen, dass ich jetzt dann hier die Kiste herstelle. Darf nicht hier springen. Irgendwann lerne ich es. Spätestens, wenn ich wieder herkomme und grau aufmache. Dann habe ich es gelernt. Und jetzt heißt dann hier und hier. Genau, das hat schon mal funktioniert. Und das restliche Stahl ist jetzt auch fertig. Er schaut auch sehr gut aus. So, wir haben unsere Metal Press sozusagen voll automatisiert und doch noch gemacht. Da muss ich mir halt was einfallen lassen, wie ich das jetzt dann mache, dass dann ja, der war super. Ja, man muss wissen, wie weit das man vorlaufen darf, bis man einen Schlag kriegt. Aber mein Problem wird jetzt sein, dass ich jetzt, wenn ich jetzt hier hingehe, dass die Kiste nicht mehr aufgeht. Aber wir können uns dann mal die Chests demnächst mal angucken. Dann die, wo ich frontal aufmachen kann. Und wenn das ist, was wir brauchen, dann kommt die da rein. Genau. So, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer in die Kommentare damit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.